So, grüß euch. Ich habe es mal als französischer Schwabe, habe ich es mal versucht, euch auf einheimischer Sprache zu begrüßen. Zuallererst möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, um mich erstmal bei der TGM zu bedanken. Insbesondere hier bei Manuel Kreuzer, auch wenn er heute nicht hier sein darf, auf dessen Empfehlung ich aber heute hier sein darf. Bei der Constanze Veloso, mit der ich im Vorfeld einen netten Kontakt hatte, die mit mir alles abgewickelt hat und natürlich auch dem gesamten Orga-Team hier vor Ort, die trotz der widrigen Umstände hier natürlich uns einen tollen Abend hier vorbereiten konnten. Dafür vielen Dank. Ich freue mich, euch heute meine Schriftfamilie Spitzkern vorstellen zu dürfen, die im Frühjahr veröffentlicht wurde, und ein bisschen was zu ihrem Entstehungsprozess zu erzählen. Vorab möchte ich mich gerne noch selber kurz vorstellen. Mein Name ist Julian Finker, ich komme aus Stuttgart, habe französische Wurzeln, habe ganz klassisch Kommunikations- und Grafikdesign studiert, parallel dazu auch eine Fotodesign-Ausbildung gemacht und beides 2006 abgeschlossen. Nach ein paar ganz unterschiedlichen Stationen, wie unter anderem bei Stankowski und Duschek, bin ich jetzt aktuell als Art Director angestellt bei der Sieber und Wolf Werbeagentur. Wir betreuen da Kunden ganz klassisch rund um Corporate Design, Konzepte, Kampagnen, Foto-Video-Shootings, Events und so weiter. Macht alles sehr abwechslungsreich, macht mir auch sehr viel Spaß. Allerdings war es bei mir schon immer so, dass ich eigentlich nebenberuflich auch oder freiberuflich einfach viel gemacht habe. Ja. Sei es jetzt Fotografie, Illustration, Künstlerisches oder einfach auch ein bisschen durchmischt auch genauso. Wir sind jetzt hier zum Beispiel in der oberen Reihe, immer ein paar Beispiele aus meiner Angestelltenarbeit. Kunstbücher waren da schon dabei, Kampagnen für Automobilhersteller, klar, in Stuttgart hat man keine andere Wahl. Und in der unteren Reihe sind ein paar freie Arbeiten, die in Fotografie und künstlerisch ein bisschen gemischt sind oder auch illustrativ. Rechts unten zum Beispiel ist ein Schuh. Ich habe jetzt einen Schuh, der seit letzter Woche erhältlich ist sogar. Coole Sache, aber darum geht es heute nicht. Heute geht es ums Type-Design. Das ist ein Thema, das mich schon immer interessiert hat irgendwie. Klar, weil Typografie, Schrift ist einfach ein täglicher Begleiter von meiner Arbeit. Aber so richtig gepackt hat es mich erst vor 2,5, 3 Jahren ungefähr. Ich habe einfach angefangen zu recherchieren, also mich einzulernen, habe Bücher gekauft, Bücher gewälzt natürlich, habe sogar auch Kontakt zu Type-Designern aufgenommen, die mich da sehr unterstützt haben, was ich toll fand. Und seitdem bin ich voll im Thema drin und macht mir total Spaß und es lässt mich auch nicht mehr los. Kommen wir aber nun zu Spitzkant, meiner mittlerweile vierten Schrift. Die beiden Schriften davor, auf die wollen wir noch kurz zu sprechen kommen, weil es auch was damit zu tun haben, die waren die Finador und die Finador's Lab. Die haben mich ungefähr ein Jahr lang beschäftigt. Die sind ja charakterlich, wie man sieht, jetzt sehr, sehr weich, sehr rund, sehr kontrastarm irgendwie. Deswegen wollte ich für mein darauffolgendes Projekt einfach ein komplettes Kontrastprogramm haben einfach. Das ist das Schöne an freien Arbeiten, man kann sich einfach aussuchen, was man machen will. Man hat keine Kundenbriefings, deswegen hatte ich die freie Wahl. Genau, deswegen soll es einfach wollte ich was mit starken Kontrasten, mit starken Spitzen und Kanten, aber trotzdem gepaart mit runden und feinen Formen trotzdem. Sollte irgendwie im Kontrast zueinander stehen. Ich fing also an, ganz grob zu skizzieren, sehr grob, wie man sieht. Einfach nur erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung das gehen kann überhaupt. Dabei habe ich auch schon angefangen, Ligaturen zu zeichnen. Auch sehr, sehr grob natürlich, einfach nur um ein bisschen Ideen zu sammeln. Und habe da auch verschiedene Kombinationen ausprobiert. Ja. Also insbesondere Kombinationen, wo jetzt zum Beispiel viereckige Formen, also wie zum Beispiel jetzt ein E, ein großes, und eine dreieckige Form, ein A, wie man die jetzt, wenn man die jetzt nebeneinander stehen, haben sie natürlich, bildet sich da eine Dreiecks- und eine gewisse Lücke. Und die wollte ich versuchen, möglichst auszufüllen, ohne dass es jetzt komisch aussieht, sondern schön aussieht, genau. Deswegen war eigentlich von Anfang an klar, dass ich eine umfangreiche Ligaturensammlung mit in der Schrift integrieren wollte. Finde ich immer sehr spannend. Darauf kommen wir aber später nochmal im Lauf der ganzen Sache nochmal zu sprechen. Die ersten digitalen Versuche waren noch serifenlos, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass da irgendwie was fehlte. Da war einfach kein Charakter drin, das hat mich jetzt noch nicht angesprochen, deswegen mussten irgendwie Serifen her. Aber was für Serifen? Ich habe jetzt ein paar ausprobiert natürlich, entweder Haarlinien wie die Bodoni jetzt, wo man jetzt zum Beispiel links sieht, oder sollten es irgendwie moderne Dreiecksserifen werden, die man auch oft heutzutage sieht jetzt wieder. Nach ein paar Versuchen
entschied ich mich aber dann auch hier für die starken Kontraste. Also es wurden dann einfach weiche, abgerundete Übergänge vom Stamm weg hin zu einer sehr, zu einem sehr spitzen Zulauf einfach. Mit der Entscheidung der Serifen wurden als Basis dann für die Grundform auch die Buchstaben H-O-N-O erstmal gezeichnet. Die bieten sich einfach an, weil viele Zeichen auf Basis dieser vier Zeichen einfach aufgebaut werden können. Ja. Zum Beispiel beim O, aus dem O kann man ganz schnell ein C machen. Wenn man das C hat, hat man auch ganz schnell das G. Genauso beim kleinen N zum Beispiel hat man ganz schnell das M. Wenn man den Stamm verlängert, hat man gleich direkt ein H. Also das ist eine gute Basis, um einfach anzufangen. Die X-Höhe habe ich eher durchschnittlich angesetzt, vielleicht einen Ticken höher, weil ich einfach den Unterschied zwischen den beiden Höhen einfach nicht zu hoch haben wollte. Der Mittelstrich im H ist auch ein bisschen höher angesetzt, also optisch in der Mitte angesetzt, nicht in der mathematischen Mitte. Genau, als die vier Zeichen dann soweit standen, ging es weiter an die nächsten, also an die weiteren Buchstaben natürlich. Aber bevor sich so ein Gesamtbild rauskristallisiert hat, gab es sehr viele Alternativzeichen. Also man sieht jetzt zum Beispiel, also die alle eine andere Charakteristik hätten mitgeben können. Also man sieht zum Beispiel am S, am großen S sieht man zum Beispiel, das obere S hat sehr markante, sehr, sehr, sehr präsente Serifen zum Beispiel, sehr spitzenkantig. Das untere S hingegen ist dadurch ist sehr weich, läuft einfach weich aus und es hat einfach einen ganz anderen Charakter. Genau, es gab viele unterschiedliche Zeichen, genauso beim kleinen G zum Beispiel gab es 6, 7 verschiedene Versionen und das allein nur aus der unteren Hälfte gab es viele verschiedene Versionen. Es waren sehr viele Alternativen, deswegen hat es sich irgendwann auch mal so angefühlt irgendwie. Daher war klar, dass ab dem Zeitpunkt Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja, wie soll jetzt die Ausrichtung der Schrift wirklich werden, was will ich wirklich haben? Ich entschied mich dann im Endeffekt dann auch, so wie ich es im Vorfeld auch angedacht hatte, für die charaktervolleren, härteren Versionen. Man sieht ja auch ganz gut die Kombination aus den runden und spitzen Formen. Zum Beispiel jetzt, wenn man das kleine M sieht, sieht man jetzt, die Schultern sind jetzt sehr rund, sehr weich, sehr fein. Stehen neben sehr, sehr spitzen und kantigen Serifen, was einfach für mich einen schönen Kontrast ausgemacht hat. Ein paar Zeichen habe ich dann trotzdem noch als Stylistik-Sets dann beibehalten, aber auch darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Im Anschluss ging es dann nämlich erstmal an die, nach der Grundform, ging es dann an die Gewichte. Also erstmal die Definition, wie viele macht man, wie dick sollen sie werden. Im Endeffekt wurden es dann 5 Gewichte, von sehr fein und elegant, wie man es zum Beispiel in den dünneren Graden hat, bis eher charakterkontraststark jetzt in den dickeren Breiten. Da hat man eigentlich sehr viele Möglichkeiten mit der Schrift. Falsches Blatt. Ursprünglich war Spitzkant als reine Displayschrift erstmal angedacht, als etwas Schnelles zwischendurch, weil die Finador recht lang gedauert hat, da saß ich ungefähr ein Jahr dran, wollte ich irgendwas mal Schnelleres zwischendurch machen. Kam aber doch wieder ganz anders, weil als dann die Grundform fertig war und so die ersten Probedrucke auch in kleinen Größen vorlagen, sah das eigentlich recht vielversprechend aus. Also klar, die feinen Stellen, die brachen zwar aus in kleinen Stellen, aber nichts, was man relativ schnell beheben könnte. Das schnell habe ich dann wieder sehr schnell auch wieder verworfen und entschied mich, dem noch eine kontrastärmere Textversion hinzuzustellen. Wie unterscheiden sich beide Versionen? Wenn man beide mal übereinander legt, sieht man im Vergleich, dass der Strichstärkenkontrast geringer ist. Das heißt, die vertikalen Stämme sind zwar gleich breit geblieben, aber jetzt der Übergang von Stamm zu Stamm, dieser Bogen, hat einfach mehr Gewicht bekommen, ist dicker geworden. Die Serifen sind auch einen Ticken kürzer geworden, haben dafür ein bisschen mehr Gewicht bekommen. Zudem hat die Textversion eine etwas weitere Laufweite bekommen. All das dient dazu, dass dann die Textversion auch in kleinen Größen gut lesbar ist und auch noch einen angenehmen, schönen Grauwert erreicht. In der Kombination aus Display- und Textversion ist die Spitzkant dann praktisch für viele Zwecke einsetzbar oder fast alle Zwecke einsetzbar. Wie man jetzt hier an dem Editorial-Beispiel ganz gut sehen kann, Headline, Einleitung, Fließtext sind alle in entsprechenden Versionen gesetzt. Und in der Kombination ergibt es einfach ein homogenes Bild, einfach Schriftbild, was man so durch die ganze Seite ziehen kann in allen Größen. Genau, als dann die Grundform und die Gewichte soweit feststanden, war dann praktisch die Konzeptionsphase war dann praktisch um. Es ging einfach nur noch um, dann ging es um die, ums Abarbeiten, ums Einsetzen der Schrift und der Charakteristik.
Deshalb habe ich dann die Kapitelchen zum Beispiel noch eingesetzt, gezeichnet. Es gab natürlich viele Akzente. Wir haben die ganzen Ziffernvariationen aus Versal, Medieval und Tabellenziffern natürlich auch dazu. Hochgestellte, tiefgestellte Ziffern und auch automatische Brüche, die man machen kann. Und natürlich die Interpunktion und mathematische Zeichen und viele Symbole natürlich, die alle enthalten sein müssen. Insgesamt sind es über 860 Zeichen, die in dem im Charakterset enthalten sind. Die Zeichen decken über 200 lateinbasierte Sprachen ab, was wohl allen lateinbasierten Sprachen entspricht. Und dadurch, dass einfach so viele Sprachen enthalten sind, war es für mich auch logisch, dass man nicht bei den Währungszeichen, zum Beispiel jetzt auch nicht bei den 4-5 Standardzeichen, wie Euro, Dollar und Pfund bleibt, sondern einfach auch da ein größeres Set macht. Also das sind insgesamt 27 Zeichen geworden, darunter auch die indische Rupie, thailändische Baht oder auch sogar Bitcoin. Fand ich für mich ganz wichtig, das einfach einzusetzen, auch wenn jetzt natürlich keine der indischen Versionen jetzt in der indischen Sprachen jetzt abgedeckt wurden, aber ich fand es für mich wichtig, dass da einfach trotzdem die Rupie drin ist, dass man einfach, dass er einfach vielfältig einsetzbar ist, die Schrift dadurch. Das ist auch ein Standard, den ich mir so selber aufgelegt habe. Also bei allen bisherigen und kommenden Schriften möchte ich das eigentlich auch so beibehalten, dass alle lateinbasierten Schriften auf jeden Fall und eben auch dieses Währungsset einfach nochmal, dieses erweiterte Währungsset enthalten sind. Und später irgendwann mal vielleicht dann auch noch Kyrillisch, Griechisch, aber da muss ich noch drauf zuarbeiten. Dazu kamen dann noch die Open-Type-Features zum Beispiel. Klar, ein paar haben wir schon angesprochen, die Kapitelchen zum Beispiel, genauso wie die ganzen Zahlenvariationen. Wir haben auch kontextbedingte Varianten drin. Das wären zum Beispiel jetzt rechts oben, wenn man jetzt mal das Doppelpunkt als Beispiel nimmt. Normalerweise liegt das Doppelpunkt immer auf der Grundlinie auf. Aber sobald es jetzt zwischen zwei Zahlen gesetzt wird, rutscht es auch automatisch in die Mitte. Einfach weil es optisch ausgeglichen ist, wenn es da drin steht. Also das muss man nicht groß programmieren, sondern man kann es einfach tippen und dann kommt es automatisch rein. Dank OpenType-Features einfach. Dann gibt es eben noch die alternativen Buchstaben und Ligaturen, die wir vorher schon angesprochen haben. Jetzt sehen wir sie mal ein bisschen umgesetzt. Zum einen haben wir, genau, also aus der umfangreichen Konzeptionsphase wurden eben die paar Zeichen beibehalten, die mittels OpenType-Features eben entweder separat oder gruppiert aktiviert werden können. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das nach links und rechts schräg gestellte A, V und W, die man aktivieren kann, die einfach für individuelle Schriftzüge sehr, sehr spannend sein können. Wie man jetzt hier sieht, das gibt ein schönes Bild, das rundet das Bild schön ab. Weiter gibt es dann auch noch kantigere Versionen von K, R und G, die einfach nochmal einen ganz eigenen Charakter, nochmal einen, ich sag mal, fieseren Charakter ein bisschen mitbringen, weil sie einfach diese spitze, kantige Form mit sich bringen. Dann haben wir noch das einstöckige A, das zweistöckige G ist natürlich auch dabei und wir haben sogar noch eine rundere, weichere Alternative von der 3. Neben den alternativen Buchstaben gibt es dann auch die umfangreiche Ligaturensammlung. Für mich persönlich ist es so ein bisschen das Herzstück auch von der Schrift. Zum einen gibt es die Standardligaturen, das sind zum Beispiel die Zeichenfolgen wie zum Beispiel jetzt FI oder FJ, die einfach eingesetzt werden, um unschöne Kollisionen zu vermeiden. Da haben wir also eigentlich ihren technischen Hintergrund, warum es die überhaupt gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn man es sieht, in mittig rechts, zum Beispiel Selfie, haben wir das FI. Oder rechts oben Fjord, sieht man die Ligatur. Und wir haben eben noch optionale Ligaturen. Die haben jetzt keinen technischen Hintergrund, sondern die dienen rein der Optik. Das sind einfach verspielte Kombinationen aus zwei oder mehreren Zeichen. Wir sehen hier eine kleine Auswahl. In jedem Wort findet man mindestens eine Ligatur. Man sieht also, es bieten sich schon ab Werk, wenn man so sagen will, gibt es eigentlich schon viele Möglichkeiten für den Nutzer, da einfach individuelle Schriftzüge draus zu machen, ohne selber aktiv werden zu müssen, ohne erstmal in Illustrator die Schrift in Pfade umzuwandeln und sich dann alles zurechtzuziehen, sondern man kann auch direkt beim Schreiben schon was draus machen. Gerade für Branding, Editorial, Packaging ist das zum Beispiel eine sehr spannende Sache, finde ich. Insgesamt gibt es über 95 Ligaturen. Die Features waren mir für die Spitzkant irgendwie besonders wichtig. Und gerade aus meiner Perspektive, auch als Grafiker, als Nutzer, finde ich gerade so alternative Zeichen und Ligaturen, finde ich eigentlich total spannend, dass man einfach mit der Schrift spielen kann, man kann sie ausprobieren, man kann Neues entdecken. Finde ich eine spannende Sache. Also generell Open-Type-Features sind eine spannende Sache, wo Grafiker ehrlich gesagt noch zu wenig von wissen. Wie ich auch selber jetzt erst durchs Type-Design viel dazugelernt habe.
Aber das ist ein eigenes Thema für sich, da könnten wir abendfüllend drüber sprechen. Zum Schluss soll es dann auch noch Kursive dazu geben. Das ist eine Oblique geworden, also es ist keine True Italic geworden. True Italic wäre nochmal komplett neu gezeichnet, weil es ein bisschen handschriftlich anmutender ist. Aber eine Oblique ist auch nicht einfach nur komplett schräg gestellt, sondern die ist auch nochmal optisch ein bisschen angepasst. Weil wenn man es einfach nur schräg stellen würde, jetzt zum Beispiel, wenn man das N sieht, wenn man es einfach nur schräg stellt, der vertikale Stamm würde einfach dann dünner werden. Das wäre zum Beispiel, wenn man sich jetzt ein A mal vorstellt, ein großes A, wenn man das einfach nur schräg stellt, dann würde der rechte Balken würde viel dicker wirken auf einmal und der linke würde dafür viel dünner werden. Und diese Sachen sind auch nochmal ausgeglichen worden. Das macht eine Oblique nochmal aus. Genau. Dann kommen wir zum Schluss auch nochmal zur Namensfindung. Generell finde ich es eigentlich immer sehr schwierig, irgendwie Namen für eine Schrift rauszusuchen. Weil irgendwie, also meistens ist es so, geht man so vor, dass man sich die Lieblingsbuchstaben irgendwie ein bisschen raussucht. Daraus versucht irgendwie ein Wort zu formen, was einigermaßen gut aussieht und gut klingt und einigermaßen auch den Charakter von der Schrift wieder mit sich bringt. Das ist immer eine heikle Sache, finde ich. Bei der Spitzkante fiel es mir aber relativ leicht, muss ich sagen. Also die stand sogar relativ früh fest. Ich glaube, insgesamt schon nach dem ersten Monat hatte ich den Namen schon, bevor die Schrift überhaupt fertig war. Insgesamt habe ich 6 Monate ungefähr dran gearbeitet an der Schrift. Warum? Ganz einfach, ich fand die Bedeutung des Wortes passt ganz gut zum gestalterischen Grundprinzip von der Schrift. Und zum anderen spricht man Spitzkante auch durch diese scharf ausgesprochenen Buchstaben wie SP, TZ, K, spricht man es so aus, wie sie auch aussieht, finde ich. Also sehr, sehr spitz und kantig einfach. Also zusammenfassend nochmal, verfügt Spitzkante über 2 optische Größen für Display- und Textgrößen mit jeweils 5 Gewichten von Thin bis Bold mit passender Kursive, was insgesamt 20 Schnitte macht. Seit Ende Mai diesen Jahres ist sie auf dem freien Markt praktisch erhältlich bei den bekannten Retailern wie MyFonts oder Fontspring oder auch bei mir direkt. Weitere Infos dazu gibt es auch auf meiner Website. Sie sind gerne dazu eingeladen, da mal vorbeizuschauen, auch gerne mal Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich eigentlich immer über gestalterischen oder kreativen Austausch, über Feedback. Sind Sie gerne dazu eingeladen, auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Bei Fragen, Antworten und Anregungen stehe ich natürlich gerne noch zur Verfügung. Ansonsten gebe ich das Mikro gern weiter an Viola und freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank.